Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Jumper oder Phoenix, wie ihr auch immer ihr mich nennen wollt. Und heute mache ich mal keine Mod-Videos, sondern ein Adventure Map, weil ich so innovativ bin und so. Und diese Adventure Map nennt sich Granny Cheats! Nein, Scherz, sie nennt sich Arctic oder Snow Arctic und es ist eine deutsche Adventure Map aus dem Minecraft-Forum von. Keine Ahnung, egal. So, fangen wir doch einfach mal gleich an. Granny Cheats, keine Blöcke zu stören, außer wenn das angewiesen wird. Wo bin ich? Es ist so kalt. B ist voll! Tada! Deine Sichtweite. Okay, das haben wir natürlich. Upsala, das habt ihr jetzt gerade mal nicht gesehen. Das habe ich natürlich auch, denn das habe ich mir schon mal so eingestellt, da Tiny. Damit ihr alle ganz glücklich seid und wisst, dass ich keine Cheats mache, dass ich nicht irgendwie schummel oder so. Egal. Was zum? Alles Eis. Ne Mine, da gehe ich mal rein. Nordmine A. Nordunterkunft A. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein Labyrinth. Oh, eine Kiste. Oh, ein Golden Apple. Und ich mache mal das Interface an, einfach weil ich es kann. So, hier, den Golden Apple tun wir da hin. Dort haben wir irgendwie eine Strecke. Aber da ich ja ganz böse und gewitzt bin, gehe ich natürlich nicht so entlang, wie es mir vorgeschrieben wurde. Okay, hier ist anscheinend doch nichts. Aber ganz schick aufgebaut so. Naja. Auf zur Nordmine A. Ich? Ein Testlabor? Dum-dum-dum, ein Testlabor. Okay. Klaus, 1923. Warum die wohl geschlossen haben? Das frage ich mich gerade auch ein bisschen. Aufenthaltswurm, yay, Laborkleidung, ja, etwas Warmes. Laborkleidung, sie sieht so wunderschön aus. Man müsste jetzt noch so ein Texture Pack dafür erfinden, dann hätte man jetzt so einen Kittel an, das sah bestimmt richtig geil aus. So, ansonsten ist hier nichts. Nein, Test. Was zu. Warum Test beginnen? Es gibt wohl keinen anderen Weg. Kein anderer Ausweg. Na dann, egal. Ah ja, bevor ich diese Map hier anspiele, habe ich mir vorgenommen, auch so ein cooles Feedback am Ende zu geben, um zu sagen, wie cool oder wie scheiße diese Map war. So. Momentan sieht sie noch ein bisschen Portal-Style gehalten, von wegen so. Ja, Tests. Okay. Hallo, Test Nummer 3, 4, 2, 3. Du hast den Idiotentest. Test bestanden. Du wurdest deswegen für unsere Tests ausgewählt. Yay. Folge einfach den Gang. Okay, ich denke, das schaffe ich. Man kommt ja gar nicht mehr raus, wenn ich hier unten ist, oder? Okay, nein. So, mal gucken, was gibt es hier. Es gibt wohl keinen Ausweg. Na dann. Achso, jetzt bin ich zurückgelaufen. Das ist sehr schlau. Vorsicht, Nummer 03 TB. Okay, was steht hier? Willkommen zu Test 2. Dieser Test ist tödlich. Wenn du speicherst, benutze einfach mal den Bitch. Okay. Das können wir ruhig machen. Ich mach den lieber schön so Tempsanzeit. Und dann muss ich eingeschlafen. Nein, natürlich nicht, weil ich scheiße bin. So, mit nice am Schlafen. Okay, wunderbar. Und wir schlafen auf dem Boden. Hey, warum denn nicht? Das ist doch schön. Auf die Treppen, oh. Cobblestone und Schnee. Es geht anscheinend wieder raus. Oh, wieder ein Bett. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal. Band/Team Night. Dann ist das um einiges leichter. Wir müssen nicht die ganze Zeit in das Inventar von Too Many Items gehen. So. Okay. Hier ein kleiner Weg. Aber weil ich ja so böse und gemein. Ups,
Ich wollte gerade sagen, weil ich so böse und gemein bin, gehe ich nicht diesen Weg, sondern Explorer noch ein bisschen. Vielleicht finden wir noch eins dieser goldenen Äpfel, die wir vorhin auch schon gefunden haben. Das war ein wenig verheerend. Bestimmt. Nix. Okay. Okay, da könnte man runterfallen. Wäre für immer tot. Und nicht mehr lebendig. Für immer weg vom... Oh, guck mal, ich kann aus der Map schauen. Okay, nein. Lass uns einfach den regulären Weg gehen. Dann wird uns auch, denke ich mal, nichts passieren. Und schaue, eine Chest mit einem Minecart. Ich nehme ein zweites mit, nur so als... Was ich sagen wollte, ist, dass ich ein zweites Minecraft mitnehme, falls ich irgendwann mal irgendwo hängen bleiben sollte und mein Minecraft weggeht. Tschüss! Boah, ich bin so epic. Naja, irgendwie auch nicht, aber hey. Oh, guck mal, da waren wir am Anfang. Vielleicht hätte er das noch ein bisschen höher machen sollen oder einfach nur da was zu erleiden in den Village. Okay. Wir haben da gewischt. Okay, das war ein wenig kurz. Aber ein wenig auch ganz schick. Bin ich sehr kurz. Naja, ganz schick aufgebaut, muss ich sagen. Wahrscheinlich hat dieses World Terrain Dingens hier eine Menge Arbeit gekostet, weil ich meine, sowas macht man ja gar nicht mal 2 Minuten, außer du hast irgendeinen MC Edit Filter benutzt, aber ich denke mal, das hast du nicht getan. Das ist schon schnell okay, weil ich glaube, hier hast du, kann das sein, dass du zufällig MC Edit genutzt hast? Naja, war ja ganz schick so. Ich hoffe, euch hat diese Map gefallen. Ist zwar relativ kurz, aber sehr schön aufgebaut. Naja, ich würde damit sagen, auf Wiedersehen, denn mehrere Adventure Maps habe ich momentan nicht. Falls ihr darauf steht und es voll geil findet, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Das war's von mir. Mein Name ist Lost Jumper. And I see you next time.